Für die Durchführung der Nominierungsversammlung sind wir als CDU-Kreisvorstand verantwortlich. In unserer Verantwortung liegt somit auch und insbesondere die Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Der Landkreis Konstanz tritt in den zurückliegenden 4 Jahren mit seinen Abgeordneten grundsätzlich nur dann überregional in Erscheinung, wenn der fraktionslose Landtagsabgeordnete und AfD-Mitglied Dr. Wolfgang Gideon wieder einer seiner vielzähligen, abstrusen, peinlichen und verwirrenden Auftritte im Landesparlament hat. Ansonsten vernehme ich keine besonderen proaktiven Maßnahmen der übrigen Abgeordneten in unserem Landkreis, die auf einer großartigen Initiative basieren würde. Das muss sich mit der Landtagswahl am 14. März 2021 zwingend und dringend ändern. Die CDU wird gebraucht und dass das so ist, zeigen die jüngsten Umfragewerte. Die Bürgerinnen und Bürger sehnen sich nach Orientierung, klaren Vorstellungen, Bürgernähe und Ehrlichkeit. In der schrecklichen Zeit der vorherrschenden Corona-Pandemie zeigt sich die Bevölkerung dankbar für eine CDU-geführte Bundesregierung, die weiß, wie mit einer derart gefährlichen Seuche und schwierigen Krise umgegangen werden muss. Nun, hier und heute wird es darum gehen, denjenigen von uns 3 Bewerbern ans Ruder zu lassen, der die Wähler unseres Wahlkreises 57 wieder in großer Zahl ins Boot zurückholt. Da ich genau dies beherzt anpacken möchte, muss ich auch zunächst offenlegen, wohin die politische Reise gehen soll. Da wäre auf meiner Landkarte zum einen die Bildung. Nach erfolgtem Studium von Theologie, Philosophie und jetzt nicht Juristerei wie beim Faust, sondern Sportwissenschaft an der Universität Tübingen, arbeite ich seit nun 20 Jahren im Bildungsbereich, davon 10 Jahre lang in einer Multiplikatorengruppe am Regierungspräsidium Stuttgart als Fortbildner. Nach dem Oberstudienrat wurde ich Studiendirektor und so kam ich als Abteilungsleiter in die erweiterte Schulleitung mit dem Schwerpunkt Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe aber auch die Stärken und die Schwächen unseres Bildungssystems und der Bildung kennengelernt. Mein Fazit: Die Leistungen unserer Schüler schwächeln in manchen Bereichen. Ich möchte gern Ihr direkter Ansprechpartner in Stuttgart sein. Der Willi Streit hat es in seiner Eingangsrede schon gesagt. Wir haben einfach seit 5 Jahren eine Lücke. Wir haben keinen eigenen Abgeordneten, keine eigene Abgeordnete. Wir haben unsere Betreuungsabgeordneten, Herrn Wolf und Herrn Rombach. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich sehe die eigentlich nie. Die CDU Singen plant seit Dezember eine Veranstaltung mit Herrn Wolf. Den frühesten Termin, den wir kriegen hätten können, wäre jetzt am 29.05. gewesen, ging Corona-bedingt nicht. Aber wenn Sie sich überlegen, seit einem halben Jahr bin ich jetzt im ständigen Kontakt mit dem Büro Wolf, um eigentlich mal einen Termin zu kriegen. Da sieht man, wie beschäftigt die Herren sind. Ist ja auch nachvollziehbar. Sie können also nicht bei uns sein. Und deshalb brauchen wir unseren eigenen Kandidaten. Die CDU ist die politische Partei, die immer Hoffnung verbreitet hat, Hoffnung gegeben hat. Wenn wir zurückdenken an die Zeiten, also ich kann nicht zurückdenken, aber ich kenne die Geschichte. Die Zeiten nach dem Krieg waren schwer. Viele Flüchtlinge, viele Menschen haben nach einer Heimat gesucht und die CDU ist aufgestanden und die haben sich gesammelt und die haben einen Namen gegeben, der CDU heißt, das heißt Christlich-Demokratische Union. Die Betonung liegt auf christlich, auf Demokratie oder demokratisch. In Bayern sagt man sozial und Union, was auch als eine Vereinigung ist. Und die haben bewiesen, unsere Väter haben bewiesen, die können es. Und der Herr Streit hat am Anfang gesagt, wie schade, dass wir niemanden in Stuttgart haben. Ich würde sagen, das ist eine große Schade. Und ich glaube, wir können wieder einziehen. Die CDU hat die Kraft, wieder in Stuttgart einen Vertreter
aus Singen und ein Vertreter aus Konstanz wieder hinzusenden, wenn wir unsere Politik, unser Vorhaben, das, was eigentlich die Menschen wollen, vermitteln. Es entfielen auf Tobias Herrmann 46 Ja-Stimmen, auf Heike Kommeyer 48 Ja-Stimmen, auf Alexander Siegel 15 Ja-Stimmen. Somit hat keiner der Kandidaten die absolute... Somit hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Es entfielen auf Tobias Herrmann 48 Stimmen, auf Heike Kornmeier 48 Stimmen, auf Alexander Siegel 11 Stimmen. Somit müssen wir in einen dritten Wahlgang gehen. Es entfielen auf Tobias Herrmann 55 Stimmen und somit ist er unser Kandidat. Herzlichen Glückwunsch. Nach der Wahl ist vor der Wahl auch die Heike und den Alex unterstützt haben, wissen ja aus einem Team. Und ich denke, klar, wir ziehen jetzt alle an einem Strang. Und ich habe einen Brief geschrieben, schade, dass ich sie im Vorfeld nicht richtig kennenlernen konnte. Bei einigen trifft es jetzt nicht so, die haben wir besucht, aber viele konnte ich nicht kennenlernen. Jetzt sage ich, ich freue mich drauf, sie alle kennenzulernen, sie zu besuchen. Ich bin jetzt nicht der Singener-Kandidat, ich bin jetzt der Kandidat des Wahlkreises 57.